Hey, liebe Leute, was geht? Ich bin Jinx Viking und wir spielen weiter. Es geht los, Part 3, Civilization 6. Wir gehen auch gleich direkt ins Ingame, denn ich bin ziemlich heiß. Es ist auch draußen sehr warm, muss man einfach mal so sagen. 30 Grad. Ich habe hier einen schönen kleinen Eistee. Bitter nicht bei diesem Wetter. Und wir gehen rein. Ah, Einzelspieler. Ich muss aber ganz kurz die Aufstellung noch, Auflösung einstellen. Moment. Das machen wir hier. Vollbild noch mal kurz zurück. Weil ich hatte nämlich vorher ein anderes Spiel gespielt und musst du dort eine andere Auflösung einstellen. So, jetzt sollte das passen. Von Hier den ist der ersten Spielfort. Anzeichen des Das Lebens im norwegische Wasser Reich bis zu Harald den hatte gewaltigen eine, Bestien der wie er Steinzeit. ausgesprochen Der wird. Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr Und seid möchte weit gleich auf gekommen. einige Nun beginnt eure Kommentare größte eingehen. Aufgabe, von der Wiege Ich der bin auch Menschheit begeistert zu den. tatsächlich davon, wie die Resonanz ist. Es gab einige, die mir private DMs geschrieben haben, die mir auch gesagt haben, dass zum Beispiel dieser Dude hier, Mvemba Aenzinga, glaube ich, ausgesprochen wird, oder Aenzinga oder irgendwie sowas in der Art. Ich versuche mich dennoch nicht daran. Ich nenne ihn einfach Mr. Kongo. Ich möchte nicht beim Aussprechen des Namens einen Schlaganfall kriegen. Weiteres Feedback war, ihr hattet darum gebeten, dass wir hier einmal ein bisschen den Bereich scouten, um zu sehen, ob hier noch weitere Stadtstaaten sind. Denn es gibt überraschend einige Experten unter uns hier, die sagen, dass die Stadtstaaten eigentlich nie viel weiter als 25 Felder voneinander entfernt sind. Ob das so ein Algorithmus oder eben so ein Code ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, aber wir können das gerne mal ein bisschen abscouten. Zunächst einmal müssen wir uns aber ein bisschen der Problematik hier Herr werden. Wir wurden nämlich angegriffen von wieder einmal die Barbaren. Wo ist eigentlich? Ah, da ist unser Siedler. Ihr erinnert euch. Wenn der hier gesiedelt hat, werde ich den Speer hier losschicken, einmal hier rundherum. Um zu gucken, was bei dem so abgeht. Okay, wo waren wir denn hier? Mitten im Kampf, natürlich. Wo auch sonst. Beim Fluss angreifen wird immer ein bisschen miese. Machen wir das? Machen wir das nicht? Machen wir das nicht? Machen wir das? Machen wir das nicht? Machen wir das. Wir sind hier so ein bisschen im Südland, deswegen haben die da schlechtere Defensive und wir kriegen die direkt down. Und decken direkt die nächsten Krieger hier auf. Wahnsinn. Also das hat man auch nicht in jedem Spiel. Das ist schon recht selten, dass wir hier so in den ersten paar Runden, wir sind immer noch im Early Game, das sehen wir gut hieran an dieser Zahl. 36 Runden sind gespielt, 2600 vor Christus. Weiß ich nicht, wo die alle herkommen. Wir müssen, glaube ich, mehr kriegerisch tätig werden. Tatsächlich. Und hier kommen schon die nächsten. Das ist ja echt eine Invasion. Die greifen uns von zwei Seiten an und wir gehen wahrscheinlich down. Erstmal hier hin. Weil da sind wir jetzt. Okay. Stellt sich heraus, wir sind immer noch nicht viel mehr. Jetzt wird es interessant. Jetzt müssen wir einmal gucken, wie wir es hier am besten lösen. Erstmal Fernkampf, weil die Schwächen wollen die ausschalten.
sprechen. Und hier. Manchmal haben wir auch Glück und die hauen dann ab, wenn sie merken, die gehen down. Aber es ist nicht der Regelfall, gerade nicht bei höheren Schwierigkeitsgraden. Was witzig ist und auch ein bisschen paradox, bei niedrigen Schwierigkeitsgraden hauen die meistens ab, wenn sie fast wie der hier K.O. sind. Bei höheren Schwierigkeitsgraden kommen die mit direkt 3 Leuten und machen sich platt. Ich überlege tatsächlich noch jemanden zu kaufen. Wir haben 197, wer noch drin? Was kostet das denn? Okay. In einer Runde haben wir die Schrift, dann könnten wir eigentlich auf Bogenschützen upgraden. Ich glaube, das machen wir. Wir kaufen nochmal die Schleuderschützen. Gehen in die nächste Runde. Okay, die haben schon keinen Bock mehr. Aber die haben noch. Vergesst, was Schreiben ist leicht. Gesagt haben, man muss nur die falschen Wörter weglassen. Ach ja, dich wollte ich ja eigentlich hier automatisch erkunden lassen, ne? Dann geht mal los. Hoffen wir mal, du findest viel, bevor du kaputt gehst. Wenn du da fast. Okay. Kannst du angreifen? Nein, kannst du nicht. Hat nicht gereicht. Wie viel Leben hast du da noch? Das ist doch Cheating. Guckt euch mal an, was der da hat. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ist doch gar nichts mehr zu sehen. Nicht sein Ernst, ja. Oh, Cheating. Bräuchten wir wahrscheinlich auch wieder Gold zum Upgraden. Ein paar von euch wollten tatsächlich wissen, was das hier alles auf sich hat. Wir generieren pro Runde verschiedene Arten von, ich sag mal, Siegbedingungen. Gold zählt nicht dazu, man kann es aber, glaube ich, so einstellen. Wenn nicht, ging es mit Mods. Wer so und so viel Gold hat, gewinnt. Es gibt den Glaubenssieg, es gibt den Kultursieg und den Wissenschaftssieg. Beim Wissenschaftssieg, wer zuerst eine Rakete baut, ein Raumschiff und damit das Weltall erforschen könnte und die auch losschickt, gewinnt. Beim Kultursieg gibt es einen gewissen Grenzwert, soweit ich weiß, den habe ich aber sehr selten erreicht, weil es ist auch nicht mein favorisierter Sieg. Denn man braucht dafür extrem viel Zeug, was man baut. Man kann sich dann auch zum Weltherrscher quasi wählen lassen, ganz politisch das Spiel. Oder aber auch den Glaubenssieg. Wir generieren aktuell 0. Das ist auch nicht mein favorisierter Sieg, weil der schon sehr schwer zu erreichen ist. Du musst irgendwann wirklich so eine Art Prophet bauen und immer wieder Leute rumschicken in andere Städte, damit sie den gleichen Glauben annehmen und so weiter. Selbst in die Gegnerstädte und irgendwann, wenn du alle quasi infiziert hast mit deinem Glauben, dann gewinnst du das Spiel. Ich würde schon fast sagen, dass das der am schwersten zu erreichende Sieg ist, ganz dicht gefolgt vom Kultursieg. Wissenschaft geht eigentlich am einfachsten, weil du dafür tatsächlich einen relativ
straighten Weg hast, aber ganz ans Ende geht. Zukunftstechnologien. Du brauchst hier Mars-Besiedlungsstart, Projekt, Reaktorstart und so weiter. Wer zuerst den Mars erreicht, gewinnt. Das sind so die drei Sachen und da musst du halt verschiedene Wege gehen und dir einen so ein bisschen ausrechnen, was ist der kürzeste von den Runden, bis du dorthin gelangst. Aber bis dahin passiert hier so viel, das ist schon fast unmöglich. Der Ausrichtungsbaum ist auch relativ lang. Hier ist natürlich klar, Globalisierung, Social Media, der ganze Kram am ganzen Ende. Ja, da gibt's viel. Da gibt's einfach sehr, sehr viel. Religion müsste ein eigenes Pantheon gründen. Das haben wir natürlich jetzt überhaupt nicht, weil wir brauchen 25 Glauben auch, um das überhaupt machen zu können. Das werden wir irgendwann durch Zufall so oder so erreichen und dann quasi eins gründen müssen. Noch große Persönlichkeiten. Das sind Leute, die uns gewisse Boni bringen, die teilweise, wenn man mal wirklich eine ganze Reihe von diesen großen Persönlichkeiten hervorbringt, die werden nämlich ausgelöst durch gewisse Sachen, schon den Spielunterschied machen können. Es läuft immer gut, wenn man darauf hin arbeitet. Wir sehen zum Beispiel hier, großer Prophet, um den zu kriegen, gibt es einen unbekannten Spieler, der ist schon, hat den schon was. Das ist nur so viel. Dann ist er erstmal weg. In der Klassik sogar. Also ich weiß nicht, wer da ist, aber da geht einer richtig auf Kultur ab. Heißt aber im Umkehrschluss, dass andere Technologien, wahrscheinlich sogar Militär, ist einfach meistens so, komplett nichtig bei ihm sind. Wahrscheinlich rennt er mit zwei Kriegern rum und das war's. Mein favorisierter Sieg ist eigentlich immer der militärische, weil es meistens die Richtung ist, wenn ihr hier alle Spieler, also KI-Gegner, freigeschaltet habt oder getroffen habt. Die Beziehung zu denen wird im Laufe der Zeit immer schlechter. Wenn ihr nicht aktiv dagegen arbeitet, ich meine, wir werden jetzt hier eine Stadt gründen, das wird ihm direkt überhaupt nicht gefallen, der wird uns direkt die Tür einrennen und sagen, hey, was soll der Scheiß? Weil das wahrscheinlich zu nah ist, aber das ist ja unsere Sache. Und deswegen gründen wir jetzt hier unsere zweite Stadt. Machen ist zuallererst ein Handwerker, auch wenn es lange dauert. Der soll mal hier hingehen und der soll mal angreifen. Der könnte eigentlich besser hier ins eigene Stadtgebiet gehen und sich dann dort hochheilen, weil es nämlich ein bisschen schneller geht. Dieser Speer hat jetzt eine ganz große Aufgabe. Reiß doch mal quer. Ja, reiß doch mal dahin. Guck mal, was da ist. Das dauert jetzt hier so lange mit dem Handwerker, weil die Stadt quasi nur Level 1 ist. Je höher das Level ist und je höher die Produktion und so weiter ist, desto schneller wird es auch gehen. Dich hätte ich echt ganz gerne hier stehen, einfach als Frühwarnsystem. Falls hier einer anlegt, falls hier irgendwie ein Dörfchen entsteht. Hier ist ja nur Küste, da kann auch eins entstehen, aber egal. Ruhe. Wenn ich mit dir auf den Hügel gehe. Wo kommst du denn her? Mach die mal platt. Zumindest schwächen. Ja, wir haben das hier verwüstet, richtig geil. Ah,
Das ist so nervig an diesen Barbaren, dass sie die Fähigkeit besitzen, eure ausgebauten Felder zu verwüsten, wodurch ihr dann wieder Handwerker braucht, die das Ganze reparieren. Einfach nur. Aber gut, damit müssen wir leben. Das nächste, was wir hier bauen werden, ist dann logischerweise ein Handwerker, denn wir brauchen das. Wir brauchen die Bonusressource. Das ist wohl der positive Aspekt des Handels. Die Welt gerät. Alles gut. So, wir kriegen nämlich hier neue Karten. Das bedeutet doppelte Erfahrung für Aufklärungseinheiten. Nicht schlecht. Aber wir haben nicht so viel Speer, dass sich das lohnt. Wenn ihr ein Startup macht mit 3 Speeren zu Beginn, ist das richtig gut. Dann würde ich auch darauf hinspielen, dass ihr diese Karte möglichst schnell kriegt. Die kriegt ihr hier weiter, ihr kommt automatisch, dann müsst ihr euch immer wieder hier welche aussuchen. 100%, also doppelte Geschwindigkeit in der Produktion für Schiffe. Brauchen wir jetzt nicht. Ich habe nicht vor, so schnell wieder Schiffe zu bauen. Und auch nicht auf Masse, weswegen sich das nicht so wirklich lohnt. Da würde ich lieber gerade das hier drin lassen, wegen den Barbaren. Karawanen haben wir noch nicht. Handelswege haben wir auch noch nicht. Ich würde das so lassen, wie es ist. Bin ich dabei. Es ist ein bisschen provozierend. Ja, sehr gut. Überlass doch mir das Erkunden. Auf Wiedersehen. Das sind immer so diese kleinen Spitzen, die der Herr hier so auf Lager hat. Ich schoss einen Pfeil in die Lüfte. Das ist so, dieses findige, umtriebene Gedankengut, was die meisten KIs hier entwickeln, sobald sie merken, wir kommen deren Städte dann doch ein bisschen nah und gucken, was da so geht. Und fühlen sie sich nämlich beobachtet, wer jetzt gedacht. Ja, bleib mal da. Förderung. Gegen Land. Forschung. Was wollen wir machen? Eine Plantage. Wir haben noch gar nicht geguckt, wo wir Eisen haben. Müssen wir gleich mal machen. Ganz dringend gleich. Ich würde sagen, wir nehmen erst einmal die Bewässerung, weil die nur 8 Runden dauert. Und dann würde ich einmal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bin Jinx Viking.
Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Kommentar, super wichtig für den Algorithmus. Schreibt in die Kommentare, was ihr vielleicht noch für Spiele sehen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Part.